Ja, Frau Matek, meine Damen und Herren, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen hier in diesen Räumen, die Räume, die wir dem Kunstverein zur Verfügung gestellt haben. Und wir hören immer wieder, dass es herrliche Räume sind. Wir haben dieses Mal, die Frau Matek hat es gesagt, 12 Künstler in 12 Kammern. Eine bessere Ausnutzung kann man, denke ich, nicht haben. Und ich freue mich, dass wir so renommierte Künstler hier haben, Künstler aus der ganzen Region und auch darüber hinaus. Und das freut uns natürlich ungemein, weil wir dadurch natürlich auch sehr viele Gäste hierher nach Germersheim bekommen. Und wir haben heute sehr viele Gäste, weitaus mehr, als wir das sonst haben in diesem Bereich. Sonst haben wir nur die ersten zwei Kammern voll mit Publikum. Heute sind es noch die dritte Kammer, die noch mit dazugekommen ist. Das freut mich unwahrscheinlich. Und ich denke, die Ausstellung ist wirklich wieder hervorragend gelungen. Ein Kompliment an den Kunstverein, dass sie wieder hervorragende Künstler herausgesucht haben. Ich möchte aber heute das auch damit bewenden lassen und gleich wieder Reklame, Werbung machen. Wir haben nämlich heute die 9. Kultur- und Museumsnacht hier in Germersheim. Das heißt, sehr viele von Ihnen, ich hoffe doch alle an für sich, werden sich nachher noch auf die Reise machen. Wir haben einen Rundkurs quer durch Germersheim, durch sehr viele Festungsgebäude in Germersheim. Wir haben 27 Stationen dieses Jahr bei der Kultur- und Museumsnacht, die Sie alle erleben können. Erlaufen Sie diese Stationen, gehen Sie hin. Wir haben bis 12 oder noch weit darüber hinaus die Tore dieser Stationen geöffnet. Ich möchte Sie alle ganz herzlich einladen. Gehen Sie hin, versäumen Sie aber nicht, sich erstmal von dieser hervorragenden Ausstellung sich einen Überblick zu verschaffen und danach hinaus nicht unbedingt in die Kälte, weil nach 3-4 Metern kommt man sofort wieder in die nächste Station, bei der es bestimmt warm ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen hier einen angenehmen Aufenthalt, aber auch eine ganz tolle Germersheimer Kultur- und Museumsnacht. Vielen Dank.
herzlich willkommen, liebe Gäste, bei uns in der Stadt Kultur und Museumsnacht in Germersheim in unserer schönen Stadthalle. Wir spielen Ihnen heute 5 Songs vor mit unserem Chor und unserer jetzigen Schulband. Das werden berühmte Titel sein aus berühmten Filmen. Unser erster Song ist Everybody Loves Saturday Night und hören Sie einfach hin. Thank you.
Also mein Name ist Michael Bauer und ich bin ein Autor. Ich lese heute Abend aus meinen Büchern vor, vor allem aus einem, nämlich dem über die Kleine Pelzer. Kleine Pelzer ist eine Figur, die ich erfunden habe und die so ihr Gedanke hat über die Dinge in der Welt. Am besten, ich fange gleich mal an, dann wissen Sie, wie das gemeint ist. Meine Sprache ist eher so das Hinterpelzische, also nicht das Vorderpelzische, Germesheimerisch, sondern eher das Hinterpelzerische. Für Ihre Ohren klingt das vielleicht fast ein bisschen nach Saarländisch. Aber es ist es nicht. Ich fange mal an. Der kleine Pelzer erklärt die Politik. Schwove, Amis, Chinese, sagt der kleine Pelzer und deutet mit seiner Herxamer Zigar in der Weltgeschichte rum. Denne Völker gegenüber sind mir Pelzer für immer und ewig in der Minderheit. Mir macht es nichts aus. Ich fühl mich in meiner Minderheit wohl. Ich bin sogar Verfechter davon, Minderheitsapostel sozusagen. Guck mal, Mehrheiten sind doch eher ungemütlich. Da sind meistens viel Leid, viel Gebabbel und viel Leid heißt eben viel Gebabbel und viel Krach. Außerdem sind Mehrheiten manchmal furchtbar knapp und man muss immer Angst haben, dass man sie jeden Moment verliert. Oder sie sind so haushoch, dass es einem schwindelig wird. Erst recht, wenn sie dann noch zusätzlich wackelig sind oder hauchdünn. Und manchmal schmelzen die Mehrheiten, jo so zusammen wie ein Eisklotz mitten in der Sahara. Von einer dahinschmelzenden Minderheit han ich doch noch nie was gehört. Eine Minderheit ist sowieso schon Klee. Und niemals ist sie haushoch oder wackelig, weil man die Minderheit im Gegensatz zu der Mehrheit nicht hat, sondern drin ist. Man kann sie nicht verlieren. Das ist doch praktisch. Ich sage immer, Minderheiten sind wie kleine, gemütliche Häuser. Du kannst sie da nur deinem Geschmack einrichten. Eine Minderheit kann noch so Klee sein, meinetwegen verschwinden Klee sogar, aber ganz verschwinden kann sie nicht. Sonst ist sie keine Minderheit mehr. Aber einer wird in der Minderheit immer gebraucht, mindestens. Und das bin Notfall ich. Guten Abend und herzlich willkommen zur Kultur- und Museumsnacht hier in Germersheim. Speziell willkommen hier in diesem wunderschönen Bürgersaal. Mein Name ist Horst Himmrich, ich bin Lehrerin am Goethe-Gymnasium hier in Germersheim. Ich leite die Theater AG, aber was wir heute Abend sehen werden, ist nicht die eigentliche Theater AG, sondern ein Spontanprojekt. Spontan deswegen, weil ich einfach ein paar Elfkessler gefragt habe, die letztes Jahr in der Projektwoche mit mir zusammen ein Theaterprojekt machten. Hättet ihr Lust und Zeit, heute Abend exklusiv für Sie nochmal die Stücke wieder aufzuwärmen und eventuell noch ein paar neue dazu zu machen? Und die Elfer waren sofort mit Feuer und Begeisterung dabei und sagten, ja, kein Problem, das machen wir. Und so hat es vor ein paar Wochen begonnen. Wir haben doch sehr viel geübt und deswegen werden Sie exklusiv jetzt heute unsere letzte Vorstellung sehen, die im Rahmen dieses Theaterprojekts stattfinden wird. Thema war interkulturelles Zusammenleben. So viel zu mir und meiner Person. Ich bin da, Sie sind da, die Elfer sind noch nicht da. Lässt sich aber einfach erklären, Elfklässler haben meistens sehr viel anderes zu tun, wie jetzt zu Theaterproben zu kommen oder zu Theaterauftritten. Herzlich willkommen. Aber, da Sie mit so viel Begeisterung gesagt haben, Sie wollen unbedingt heute Abend nochmal vorspielen, bin ich mir sicher, innerhalb der nächsten Minuten werden Sie kommen. Deswegen bitte ich noch um etwas Geduld. Es kann jede Minute losgehen, sobald Sie da sind. Habe ich bereits die wunderschönen Kronleuchter, die Deckenfresken in diesem Saal erwähnt?
Oh mein Gott, warte nicht. Ich habe noch Training und meine Trainerin, die hat geredet und geredet und hat gar nicht mehr aufgehört zu reden. Und ich wollte gehen und habe gesagt, ich muss gehen, aber dann hat sie mich nicht gehen lassen, weil sie noch geredet hat und dann hat sie weiter geredet. Benjamin, und es ging gar nicht. Also, Benjamin, setz dich. Sei ruhig. Guck dich um. Du bist der Einzige. Du bist der Erste. Cool. Nicht cool. Weißt du, wo die anderen sind? Also beim Training kannst du nicht. Elf Gessler haben chronisch zu wenig Zeit. Und es ist auch sehr schwierig, verschiedene Elfgessler zu organisieren und zur selben Zeit am selben Ort zu haben. Wobei es nicht an der Begeisterung fehlt, deswegen bin ich mir sicher, ja nochmal dein Text sehr gut, dass die anderen jeden Moment kommen müssen. Bitte noch etwas Geduld. Lina? Lina? Elfklässler gehören jetzt schon zur Oberstufe. Das bedeutet, sie gehen schon mit fliegenden Schritten auf das Abitur zu. Und je näher dieses Abitur kommt mit den ganzen Klausuren, umso seltsamere Verhaltensweisen kann man bei Elfklässlern beobachten, die vielleicht normalen Menschen etwas seltsam vorkommen. Wir haben die Entschuldigung, das sind Elfklässler, die sind ebenso. Deswegen bitte ich, diese Verhaltensweise etwas zu entschuldigen. Es liegt am Stress. Hallo Philipp. Hi. Ja, wir noch eine Aufführung. Ja, die letzte Aufführung. Das Publikum ist schon da. Oh Mensch, ja gut, okay. Schön, dass du noch mal aus dem Bett gekommen bist. Weißt du jetzt vielleicht, was mit mir oder? Was hast du denn schon wieder an? Der ist neu. Der ist hässlich. Das ist doch sein Pulli. Was müssen wir für Bier? Der ist aber hässlich. Ja, ist so. Bier. Ja. Nein. Und Sozialkunde? Hab ich auch nicht. Oh, was hast du überhaupt? Chemie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Trotzdem, ich wäre so unglaublich früh gewesen. Aber ich hab, oh Gott, ich bin hier so früh gelaufen. Oh Gott, ich bin so früh losgelaufen. Also ich wäre bestimmt eine halbe Stunde früher da gewesen, aber dann musste ich nochmal zurücklaufen, weil ich ja meinen Text vergessen hatte. Und dann musste ich ja nochmal reingucken. Oh mein Gott, und dann bin ich wieder hergelaufen. Ich wäre echt so früh da gewesen. Oh mein Gott, so unglaublich früh. Janine, kannst du deinen Text? Text? Ja, klar. Ja, kann ich, ja. Ja. So aber das ist doch jetzt auch völlig egal, weißt du? Es fehlt nicht an Motivation. Bio. Du bist doch immer beim Kurs. Ja, stimmt. Benjamin. Zellorganellen und Membranfluss. Bio. Sozialkunde schreibt dir am Montag. Eine Frage noch, müssen wir... Nein, Benjamin, ihr lernt am Wochenende. Ja. Jetzt haben wir Theateraufführung. Lernt euren Text, macht dein Bio-Zeugtext. Text lernen. Ich werde ihm nicht verraten, dass sie Bio eigentlich gestern schon geschrieben haben und nicht mehr lernen müsste. Hallo, Sarah. Hallo. Ja? Wie viel Uhr haben wir? Ja, ich habe mich... Ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Oder ein bisschen mehr als ein bisschen. Aber ich finde es dennoch gut, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Herzlich willkommen, guten Abend. Ich habe leider meinen Text noch nicht so richtig gelernt. Ich auch nicht. Wiederhol ihn noch, ihr habt noch Zeit, bis Melissa kommt. Ja, ich setze mich dann, aber mein Text sitzt nicht. Aber ich setze mich jetzt. Ja. Weißt du, was wir für uns erzählen? Benjamin. Was denn? Die hat uns jetzt reden. Ich habe keine Ahnung, was richtig ist. Hallo. Tut mir leid, ich war gestern ein bisschen länger weg. Und geht's dann jetzt los? Melissa ist da, ihr seid vollzählig. Jo, das geht. Chaga. Ihr seid jetzt vollzählig. Ab in die Umkleide, in einer Minute ist auf. Geht's in los? Einer Minute schon? In einer Minute. Zack, oh mein Gott. Text lernen. Der Text liegt da hinten. Philipp, schneller.
relativ pünktlich geschafft. Ich muss wirklich entschuldigen, 11 Klässler zur selben Zeit am selben Ort zu haben, ist sehr, sehr schwierig. Das Warten hat sich hoffentlich für Sie gelohnt. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind im dritten Durchlauf. Immerhin haben wir jetzt schon 10:30. Hier in dem Kino, das eigentlich schon seit über einem Jahr geschlossen ist, freuen wir uns ganz besonders, heute singen zu dürfen. Wir haben nämlich zufälligerweise wirklich im Januar beschlossen, unser Thema dieses Jahr ist Filmmusik. Das heißt, heute singen wir passend zum Kino Lieder aus bekannten Filmen. Und jetzt dürfen Sie raten, was gehört dazu, wenn man im Kino sitzt und einen schönen Film anguckt.